Ja, nun das Video zur genauen externen Frequenz. Natürlich kann man noch einen besseren Oszillator einbauen, wobei der 010er eigentlich schon extrem gut ist. Er ist relativ stabil. Wenn man es noch besser haben will, muss man eine externe 10 MHz Referenz einspeisen. Und da bietet sich eben das GPSDO von Leo Botnar extrem gut an. Das ist sehr, sehr klein und passt hervorragend in diese kleine Lücke, die wir hier haben. Also es ist ganz, ganz gut. Ich werde das als permanent einbauen. Passt hervorragend. Kleines Kabel. Es ist ein bisschen knapp, aber es geht. Und sogar, wenn ich jetzt hier das mitgelieferte GPS-IB-Adapter einstecke, mache ich jetzt, auch das geht noch, also man hat, auch das geht noch, wenn ich jetzt den da eingebaut habe, also alles ein bisschen nahe, ein bisschen enge Platzverhältnisse, aber es funktioniert hervorragend, also den braucht man ja nicht immer, man kann ja auch einfach ein Kabel nehmen, man braucht ja nicht dieses unförmige Ding da einzustecken, sondern man nimmt eben ein GPIP-Kabel und verwendet das, um hier das Interface zu gewährleisten, dann hat man ein bisschen mehr Platz, aber funktioniert gut, man hat es dann in der Nähe, so klappt es auch. Wieder, ich nehme es wieder weg, einfach zur besseren Übersichtlichkeit. Übrigens, das wurde mitgeliefert hier, zum Original, und hervorragend, funktioniert hervorragend, geht ganz gut mit dann einem Excel Add-on, man kann dann mit einem Excel Add-on direkt die Daten aufzeichnen, beliebige Daten vom Zähler abrufen und aufzeichnen. Das zur externen Referenz, zur genauen externen Referenz, die ich gerne vorgestellt habe. Man kann das natürlich auch portabel, problemlos einsetzen, ist ja keine Geschichte. Der Stromverbrauch des GPSDO von Leo Botnar ist irgendwie bei 30 oder 40 mA. Also man könnte hier auch problemlos zum Beispiel so eine Powerbank, die man beim Handy auch nutzt, einsetzen. Oder natürlich, wenn man ja mobil unterwegs ist, hat man sicher auch irgendwo eine Stromquelle, eine Energiequelle. Aber UBS 5 Volt braucht es, also in der Regel so ein Handyadapter geht hervorragend, es braucht nichts speziell Gefiltertes, geht alles sehr, sehr gut. Okay, dies zur externen Referenz, Leo Botnar zum 53.1, 31 oder 32, die man sehr gut platzsparend permanent einrichten kann. Schönen Dank und bis zum nächsten Video.